Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich mit euch mal etwas Spezielles teilen. Und zwar kann man das mit dem Wort Reisefails zusammenfassen. Was meine ich mit Reisefails? Naja, einfach Sachen oder Vorkommnisse, die auf meinen Reisen vielleicht nicht ganz so glatt gelaufen sind. Was auf Reisen also alles schiefgehen kann. Um es vielleicht erstmal vorwegzunehmen, prinzipiell sind eigentlich alle meine Reisen vor Ort immer sehr gut durchgelaufen. Aber ich kann euch trotzdem auch empfehlen, dass man vielleicht eine Reise nicht unbedingt so finanziell auch auf knapp kalkulieren sollte, sondern immer ein bisschen Puffer haben sollte, damit man vor Ort flexibler sein kann, falls mal eine Situation eintritt, die nicht geplant war. Oder wenn man so vielleicht sogar auch noch zu Hause ist, vielleicht gibt es noch irgendwelche finanziellen Nachwehen, damit die eben entsprechend gekittet werden können, weil vielleicht auch erst Versicherungen ein paar Tage später zahlen. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass zu Beginn meiner Videos oder die ersten Videos, dass da eigentlich nichts Negatives drin ist. Und erst in den letzten Jahren bin ich auch mal dazu übergegangen, mal so das ein oder andere auch mal mit in meine Filme reinzunehmen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Story oder mit dem ersten Land an, wo es etwas Berichtenswertes gibt. Die erste Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, oder eigentlich sind es sogar zwei Geschichten, die kommen aus dem Land Australien. Da sind zwei Sachen passiert, wo ich mich eigentlich gar nicht so unbedingt gerne dran erinnern möchte, aber sie sind nun mal passiert und hinterher ist man natürlich auch in Teilen zumindest immer ein wenig schlauer. Und zwar wollte ich bei meiner ersten Australienreise, hatte ich den großen Traum, auch schon die Stadt Darwin im Norden zu besuchen. Und ich habe mir gedacht, wenn du verstärkt auch noch ein paar Kilometer am Abend oder in der Nacht abreist, bis spät in den Abend zumindest, dann könntest du das zeitlich vielleicht schaffen. Allerdings ist es in Australien überhaupt nicht sinnvoll, bei Dunkelheit oder in der Dämmerung zu fahren, wegen dem starken Wildwechsel. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an der Ostküste des Landes, dass im Scheinwerferlicht vom PKW plötzlich Frösche mitten auf der Straße waren. Oder ich kann mich auch noch an einen LKW erinnern, der mir entgegenkam und hat ein totes Känguru über viele Meter vor sich hergeschoben die ganze Zeit. Das war nicht wirklich schön. Und es ist auch so, dass das normale Fernlicht eines PKWs im Leben nicht ausreicht, um weit genug vorausschauend fahren zu können. Das heißt, wenn man in Australien, wenn es dunkel wird, idealerweise notfalls Parkplatz rechts anhalten oder ins Hotel oder whatever, ja, aber möglichst der Sicherheit halber nicht in der Dunkelheit fahren. Ja, zu Beginn meiner Reisetätigkeit war ich da vielleicht aber auch noch ein wenig naiv gewesen und es war dann eines Abends so, dass ich vom Cape Tribulation eine relativ schmale Straße gewählt habe, um vor allem auch kilometermäßig abzukürzen, um schneller in die Landesmitte zu kommen. Es war schon ziemlich spät, sagen wir so irgendwas um die 22 Uhr und schmale Straße, fahre mit 80 km/h natürlich auf der linken Spur und wie aus dem Nichts. Etwa ein Meter vor mir kommt links aus dem Gebüsch ein kleines Wildschwein. So groß. Und es ist durchgeschlagen bis auf den Motorblock. Der Kühler stand so. Jetzt stand ich da auf der linken Spur. Kein Handynetz, konnte da vergessen. Und habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Also wenn schlimmstenfalls, ich hätte noch ein Funkgerät dabei gehabt, hätte Hilfe holen können. Und na gut, ich habe aber erstmal einen Moment gewartet. Es kam dann in der Tat jemand, nämlich erstmal ein Roadtrain. Allerdings war der Fahrer nicht so toll. Ich habe den extra angehalten mit so einer kleinen Taschenlampe, damit er mich auch ja sieht und nicht übersieht, weil er musste ja jetzt seinen 55 Meter langen Roadtrain extra wegen mir anhalten. Und der hatte mal den Motor laufen lassen, ich habe den kaum auf Englisch verstanden und so weiter. Der saß jetzt auch nun irgendwie da oben und irgendwie war der auch total unfreundlich und er meinte, ich soll doch jetzt hier mal weiterfahren und was soll denn das jetzt? Und der ist dann auch irgendwie weitergefahren. Halbe Stunde später kamen zwei junge Leute vorbei im Auto, die meinten, hey, wir haben ein funktionierendes Handynetz und wir kennen sogar auch jemanden, der dir helfen kann, der könnte dich abschleppen. Und dann haben sie mir noch gesagt, willst du ein Bier? Ne, kannst du ja jetzt eh nichts mehr machen. Und ich so, nee, mir ist jetzt wirklich sämtlicher Durst und alles völlig vergangen. Und in solchen Momenten überlegt man natürlich auch, hast du noch genug Trinkwasser? Hast du notfalls auch noch was zu essen dabei? Also ich hätte notfalls auch noch was gehabt. So schlimm war es dann auch nicht. Okay, vielleicht eine Stunde später, es war dann aber schon ziemlich sicher mitten in der Nacht um eins, kam dann ein älterer Herr, ich würde ihn im Nachhinein so jetzt auf Mitte die 70 schätzen. Und der hat mich dann eingesammelt und der meinte so, na, was ist dir denn hier passiert? Das ist ja nicht so schön. Heute Nacht können wir natürlich nichts mehr machen. Ich fahre dich jetzt erstmal zu mir mit nach Hause mit dem Auto und morgen fahren wir dann nach Cairns zurück. Dann kannst du dann hier bei der nächsten Mietwagenstation die Autos tauschen.
Und ja, bei seinem Fahrzeug, was er dann hatte, der hatte deutlich mehr Abblendlicht oder auch mehr Scheinwerferlicht installiert. Der konnte die australischen Straßen wirklich richtig ausleuchten. Ja. Das ist, war wirklich ein himmelweiter Unterschied zum normalen Fernlicht gewesen. Nun gut, es war dann also spät nachts und ich habe den dann noch gefragt, kann ich denn bei euch wenigstens noch mal duschen, weil langer Tag und so, verschwitzt und so. Meinte so, ja, mach mal, ist kein Problem. Ich erinnere mich noch, dass in der Dusche bei dem so eine richtig dicke, fette, schwarze Spinne saß und wir haben uns dann auf gehörigen Abstand sozusagen, ja. Und gut, am nächsten Morgen hat mir seine Frau, auch schon älteres Semester, dann noch schön Frühstück gemacht, hat mich noch gefragt, wie willst du denn deine Eier haben? Magst du hier irgendwie gekocht oder magst du ein Spiegelei, whatever und so. Und das war ausgerechnet auch noch so die Zeit der Finanzkrise, wo das in Europa so langsam richtig losging. Und die meinte dann so, Mensch, was ist denn bei euch in Europa los da? Was ist denn da los und so? Haben uns auch ganz nett unterhalten. Und gegen frühen Morgen sind wir dann, bin ich da mit ihrem Mann, oder der hat mich dann zurückgefahren nach Kearns, um dort eben die Autos zu tauschen. Und da ist der wegen mir 650 Kilometer gefahren. Da merkt man auch mal wirklich, wie abhängig man von Hilfe in Australien ist und vor allem auch, was das für Distanzen sind. Ja, in dem Zusammenhang galt es natürlich jetzt auch, den Schaden am Mietwagen irgendwie noch zu finanzieren, weil vor Ort musste das irgendwie erstmal bezahlt werden. Oder zumindest war jetzt eine größere Zahlung erstmal zu erwarten. Ja, das Ganze ließ sich dann letztendlich darüber lösen, dass ich den Verfügungsrahmen von meiner Kreditkarte bis auf Maximum aufstocken konnte. Und das Geld habe ich auch zum Glück wiederbekommen. Deswegen sage ich immer, den besten Versicherungsschutz auf jeden Fall wählen. Denn die verbleibenden Kosten wurden von einer zusätzlichen Versicherung, die bei der Anmiete des Fahrzeugs geschlossen wurde, allerdings hier in Deutschland dann geschluckt. Und letztendlich ist alles gut gelaufen. Ich habe die Dokumente dann eingereicht und dann war alles gut. Das war die eine Geschichte von der Ostaustralien-Tour. Die zweite Geschichte, die ich hier ansprechen möchte, ist mir in Melbourne passiert. Und zwar war das zu Weihnachten gewesen. Tolles Weihnachtsgeschenk im Übrigen. Ein Besichtigungstag lag hinter mir. Und ich bin gerade wieder an der Trainstation angekommen und wollte jetzt zu meinem Hotel laufen. Es sind vielleicht so 600 bis 800 Meter gewesen. Kann man zu Fuß eigentlich super laufen, kein Problem. Hinter mir baute sich aber eine riesengroße Gewitterzelle auf, die nun jetzt im Begriff war, mich so langsam aber sicher einzuholen, was mich dazu bewog, ein wenig schneller zu laufen. Und vielleicht habt ihr in Australien oder wart ihr schon mal im Land und vielleicht ist euch aufgefallen, dass in den Städten manche Bürgersteige so mit ja, so einer Art Panzerplatten gebaut sind und die haben auch zum Teil recht hohe komische Absätze drin. Und durch meinen schnellen Schritt ist es dann passiert, ich bin gestolpert und bin schön auf meine Knie gefallen. Natürlich kurze Hosen an. Die eine Kniescheibe war schön blutig, also zum Glück nichts Tiefes und so und es ist auch eigentlich kein Dreck reingekommen, wunderlicherweise. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn habe ich dann noch ein Auto so aus dem Augenwinkel gesehen, der hatte dann irgendwie angehalten, um zu gucken, hey, was macht denn der da? Das Doofe war, ich hatte nur ausgerechnet auch noch den Rucksack, den schweren, mit vielleicht 6, 7 Kilo auf dem Rücken. Da war eine Wasserflasche drin, Kamera, Stativ, ne, war alles schwer und so. Und das Ding hatte ich unweigerlich zu Boden gedrückt. Da ging nichts mehr mit anfangen, gar nichts. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lang plötzlich 600 bis 800 Meter zum Hotel sein können. Also das war schon irgendwie ziemlich krass gewesen. Hat letztendlich alles geklappt. Auf dem Hotelzimmer habe ich mich dann erstmal notdürftig verarztet und am nächsten Tag war dann schon wieder alles halb so wild. Und damit kommen wir dann schon gleich zum nächsten Land und zur nächsten Geschichte. In dieser Story springen wir mal nach Thailand. Und ehrlich gesagt, in Thailand ist eigentlich bei der Reise gar nichts passiert. Zumindest nicht auf meiner eigenen Reise, aber es ist, ich sag mal, ja, von der Nachrichtenlage her etwas Schlimmes passiert. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn ihr über die Jahre hinweg immer wieder nach Asien geflogen seid, dass fast alle Flüge von Deutschland oder von Mitte Europa aus immer über die Ostukraine geführt sind oder die alle sind halt irgendwie da lang geflogen. Das war halt einfach wirklich so der direkte Weg. Ja, ich bin in Bangkok angekommen und hatte dann plötzlich in den Nachrichten gehört, dass über dem Gebiet der Ostukraine ein Flugzeug abgeschossen wurde, und zwar MH17. Da wurde es mir erstmal ein bisschen anders, denn mir ist ziemlich schnell klar geworden, da bist du auch lang geflogen. Als ich dann wieder zu Hause war, hatte ich das Ganze dann mal aufgrund von diesen typischen Flugdatenbanken recherchiert. Vom Abschuss von MH17 trennen mich, und ich sage das bis heute, 80 Kilometer und 4 Tage. Und wie ich an dieser Stelle auch immer zu sagen pflege, ihr müsst wissen, wenn ihr euch in ein Flugzeug setzt und
begebt euch auf einen Langstreckenflug. Ach Quatsch, ist schon viel zu spät angesetzt. Wenn ihr bereits einen internationalen Flughafen betretet, dann seid ihr meiner Meinung nach schon mitten im politischen Weltgeschehen. Deswegen muss man sich das einfach an der Stelle mal so vergegenwärtigen. Das nächste, was ich hier mal ansprechen möchte, sind Steinschläge am Mietwagen. Und an der Stelle appelliere ich auch bitte wieder daran, bitte versichert euer Auto, euren Mietwagen mit dem bestmöglichen Versicherungsschutz. Und zwar sollten auch Schäden an Glas, Reifen und Unterboden mit eingeschlossen werden. Und auch alle verbleibenden Restkosten Selbstbeteiligung sollte selbstverständlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise übernommen werden. Das gilt im Übrigen auch für Fahrzeugmieten im Inland. Also das würde ich da genauso empfehlen. Sicher ist auf jeden Fall sicher. Steinschläge hatte ich zweimal in den USA, einmal in Namibia und einmal in Chile. In den USA war das ganz normaler Highway gewesen. Ja, man fährt einfach auf dem Highway, geteerte Straße und wie aus dem Nichts, ja, plötzlich Steinschlag. Winziges kleines Grübchen vorne in der Windschutzscheibe, ja, und wie das bei Steinschlägen ja so üblich ist, ne, Glas, kristalline Struktur, das frisst sich dann so langsam, aber sichert immer tiefer ins Glas rein und will eigentlich gar nicht so recht aufhören. In Namibia war es ähnlich, da bin ich auf einer, ich glaube, das war das nicht die D707, wo ich gefahren bin sogar, also es war auf jeden Fall irgendwie eine Schotterpiste und da ist auch ein ganz, ganz winzig kleiner Mini-Steinschlag vorne in die Windschutzscheibe reingekommen, aber auch da war ja alles versichert und alles gut. In Chile war das Ganze ein bisschen anders gelagert, denn man braucht für Schäden am Fahrzeug zwingenderweise einen Polizeireport. Das heißt also, ich war nun gezwungen, zu einer Polizeistation hinzugehen und diesen Schaden zu melden. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das passiert war. Ich glaube, es war auch auf irgendeiner Schotterpiste oder sowas gewesen. So, und jetzt, mein Spanisch ist zwar vorhanden, aber es ist doch nicht so ausgeprägt wie es Englisch. Und dann stand ich natürlich erstmal vor dem riesengroßen Berg des fehlenden Vokabulars. Ja. Das heißt, ich habe mich erstmal auf dem Hotelzimmer ins WLAN zurückverzogen und habe erstmal im Internet ein paar Vokabeln zusammen gegoogelt. Und seitdem weiß ich, dass Tengo una piedra en las parabrisas bedeutet, ich habe einen Stein in der Windschutzscheibe oder einen Steinschlag in der Windschutzscheibe. Und der Polizeibeamte, der war also recht zuversichtlich und hat dann, wir haben es dann mit Mühe und Not hinbekommen und er hat dann so einen kurzen Text aufgesetzt, dass ich das praktisch dann hier zu Hause der Versicherung einreichen konnte. Ja, das war zum Thema Steinschläge. Die nächste Story, die ich euch hier mal mitgebracht habe, betrifft meine Reise und zwar nach Südkorea. Wie für viele Länder, wenn man dort Auto fahren möchte, so muss man auch für Südkorea einen internationalen Führerschein vorlegen. Und es ist so, dass der internationale Führerschein, der hat ja nur eine gewisse Gültigkeit von 3 oder 4 Jahren und dann läuft der automatisch ab. Und um das feststellen zu können, benötigt er natürlich ein Ausstellungsdatum. Interessanterweise war ich kurz vor meiner Südkorea-Reise in Australien gewesen. Da hat mit demselben Führerschein alles anstandslos geklappt. Als ich dann aber in Südkorea, in Seoul, am Flughafen war und saß nun auch schon auf dem Fahrersitz meines Mietwagens, rechts neben mir der Herr von der Mietwagenfirma, der den internationalen Führerschein akribisch prüfte und plötzlich sagte, der hat gar kein Ausstellungsdatum. Ich so, ja wie jetzt, was? Dann haben die das hier in meiner Stadt in der Führerscheinstelle versehentlich vergessen. Jedes Mal, wenn ich mir mittlerweile einen neuen internationalen Führerschein beantrage, dann sage ich übrigens, ich war derjenige, wo bei euch mal irgendwann das Ausstellungsdatum gefehlt hat. Ach, Sie sind das, ja, alles klar. Also ich bin da mittlerweile, ich glaube, so ein bisschen bekannt. Ja, gut. Also das Problem ist bloß, ich habe den Wagen nicht bekommen. Der Trip war ursprünglich auch als Autotrip geplant. Das ist letztendlich dann ein Eisenbahntrip geworden. Ich habe vor Ort umdisponiert. Gut, die Miete waren, glaube ich, auch nur so 350 Euro. Ich habe sogar, glaube ich, noch aus Kulanz hinterher 50 Euro wiederbekommen. Na gut, also der Bedienstete dann von der Mietwagenfirma hatte plötzlich dann irgendwie so am Telefon rumgemacht und meinte so, hat mir dann das Telefon ganz schnell hingehalten. Hier, your German Embassy. Also vielleicht willst du nochmal schnell mit der deutschen Botschaft sprechen. Vielleicht können die dir helfen. Da habe ich dann mit denen telefoniert. Die meinten, ja, da kann man aber auch nichts machen. Da müssen sie jetzt mal hier irgendwie bei der Kfz-Stelle irgendwie oben in Flensburg anrufen. Und dann hat mich der Typ dann zwischenzeitlich schon zur nächsten U-Bahn-Station in Seoul gefahren und dann bin ich dann zwischenzeitlich wieder aufs Hotel zurück. Und da habe ich dann im WLAN nochmal probiert, mit Flensburg zu telefonieren. Die Internetverbindung war ganz grauenvoll irgendwie und letztendlich konnten die mir leider über die Ferne natürlich auch nicht helfen. Also, was wollen wir machen? Ich bin dann letztendlich mit dem Zug durchs Land gefahren und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ein wenig ärgerlich. Mittlerweile bin ich besonders geschärft darauf, wenn ich mir einen neuen internationalen Führerschein organisiere, auch darauf zu achten, dass auch alle Daten richtig sind.
In der nächsten Story sind wir dann schon in Indien. Und auch wenn Indien ja eigentlich ein Entwicklungsland ist, ist die Indienreise eigentlich durchaus relativ gut durchgelaufen. Bis auf so ein kleines Detail oder vielleicht auch zwei kleine Details, wobei ich das eine tatsächlich auch mal zum Thema in meinem Film gemacht habe. Und zwar rede ich hier vom Zugausfall, der mitten in der Nacht nach 0 Uhr passiert ist, wo ich nun von Agra nach Varanasi fahren wollte. Zu Beginn meiner Reisetätigkeit hätte ich das wahrscheinlich irgendwie inhaltlich gar nicht in meinem Film berücksichtigt, weil wie gesagt, so nach Jahren muss ich mich vielleicht gar nicht mehr so daran erinnern, aber im Nachhinein finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass ich es dann mal in meinem Film tatsächlich auch drinne gelassen habe, damit man auch mal merkt, dass, wie ich ja schon vor Ort im Film gesagt habe, Indien auch mal ganz andere Pläne für dich haben kann. Man muss halt auch einfach improvisieren können und letztendlich war ich ja dann am nächsten Tag mit einer Private-Taxi-Tour wieder nach Delhi zurückgefahren, um dann von Delhi aus, weil da hat man mehr Optionen, mit dem Flugzeug nach Varanasi zu fliegen. Hat dann ja letztendlich auch alles geklappt. Und die Züge sind ja deswegen ausgefallen, weil Agra in der Zeit von Dezember hatten sich da große Nebelbänke gebildet und die Züge dann halt einfach nicht mehr gefahren sind. Was im Film durchaus nicht drin vorgekommen ist, und zwar, dass mich der sogenannte Delhi Belly zu Beginn meiner Reise auch eingeholt hat. Mit dem Stichwort Delhi Belly ist eine Magen-Darm-Verstimmung gemeint. Während ich auf meinen Reisen eigentlich in diesem Punkt durchaus immer Glück gehabt habe, vielleicht mal einen Tag oder sowas, hat es bei Indien nun schon ein bisschen kräftiger zugeschlagen. Ich glaube, es waren so 3 Tage gewesen und zum Glück hat es dann auch nachgelassen. Ich habe dann mich einfach damit selber behandelt, dass ich irgendwann nur noch auf westliches Essen umgestiegen bin. Also Fastfood-Restaurant, US-amerikanische Kette hier und US-amerikanische Kette dort und siehe da, es wurde dann wirklich schlagartig besser. Die Eskalationsstufe hätte dergestalt dann noch ausgesehen, natürlich erstmal vor Ort zum Arzt gehen, ist klar, und schlimmstenfalls dann ins Krankenhaus in Indien. Und die dritte Stufe wäre gewesen, vielleicht einfach schon direkt einen Rückflug buchen und dann wieder ab nach Hause. Und aus Indien kommt man eigentlich jederzeit relativ preiswert wieder, ich sag mal so für 300, 400 Euro, zumindest im Dezember zu meiner Reisezeit, wäre ich dann nach Hause gekommen. Das wäre also nicht so das Problem gewesen. Dann kommen wir zur nächsten Story und zwar diesmal auch wieder was Technisches, zum Glück nichts mit dem Auto, und zwar mit meiner Kameratechnik. Ich war in Kuala Lumpur unterwegs und wollte jetzt so langsam aber sicher jetzt mich mal auf die Erkundungstour im Land begeben. Und ich glaube, es waren so die letzten Stunden in der malaysischen Hauptstadt, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass meine Hauptkamera ausgefallen ist. Die ging plötzlich nicht mehr. Man konnte weder den Akku laden, noch konnte man sie einschalten und damit war meine Hauptkamera gestorben. Ja, ihr habt meinen Malaysia-Film möglicherweise gesehen und euch ist aufgefallen, dass der Film ohne Probleme anschaubar ist. Das heißt, er ist nicht plötzlich abrupt in Kuala Lumpur geendet. Das heißt, ich konnte vor Ort zum Glück mit einer zweiten Kamera den Film retten. Ich habe dann, ja, was willst du machen, ne? Die Hauptkamera ist dann mein Arbeitstier, was ich ja mittlerweile auch schon seit langer Zeit habe, ist dann natürlich dann einfach kaputt, wie sie war, im Rucksack verschwunden und ja, fortan konnte ich sie dann nicht mehr einsetzen. Wahrscheinlich hat die Luftfeuchtigkeit oder irgendwas, irgendein Bauteil ist da drin gestorben, ich weiß es nicht. Zum Glück hatte ich aber noch meine B-Kamera dabei und zwar ist das ausgerechnet auch die, mit der ich vorne immer die Straße filme und die nutze ich für diesen Zweck auch heute eigentlich immer noch sehr gerne. Und ja, sie ist leider nicht so besonders scharf vom Bild her, aber immerhin hat sie auf jeden Fall den Reisefilm gerettet. Dann machen wir jetzt mal einen großen Sprung auf der Landkarte und kommen jetzt nach Neuseeland. Meine Neuseelandreise. Um es gleich vorwegzunehmen, nein, eigentlich ist es nicht schief gelaufen, aber trotzdem habe ich da, glaube ich, den blödsten Heiligabend erlebt, den man eigentlich nur so erleben kann. Ich war ja ein Campertrip gewesen und ich bin mit dem Camper durchs Land gefahren und hatte eigentlich immer überall schöne Parkplätze gefunden und eigentlich eine tolle Zeit. Und ausgerechnet am Heiligabend, es war früh dunkel, es war Wolken verhangen, es hat geregnet wie Schwein und da stand ich nur mit meinem Camper einsam und verlassen auf der anderen Seite der Erdkugel, weit weg von meinen Freunden und von der Familie, auf einem einsamen Feldweg in der Dunkelheit im Regen und habe dort meinen Heiligabend verbracht. Na gut, zum Glück hatte ich da natürlich Internet und von daher konnte ich dann wenigstens noch so ein bisschen mit der Heimat in Verbindung bleiben, aber das ist mir bei der Neuseelandreise auch noch insbesondere irgendwie im Gedächtnis geblieben. Von Neuseeland springen wir jetzt mal nach Nordamerika zurück. Und zwar nach Alaska bzw. dem benachbarten Yukon. Und typischerweise ist es ja eigentlich immer so, wenn ich einen Autotrip mache, dann gucke ich immer so gegen 16, 17 Uhr mal irgendwie auf die Uhr und sage mir, so, jetzt müsstest du dir mal irgendwo ein Hotel organisieren.
Und vielleicht war ich noch ein bisschen verwöhnt durch ja, die vorangegangenen Trips irgendwie in den USA, wo es eigentlich sehr einfach ist, ein Hotel zu finden und wo die Angebotspalette einfach riesengroß ist. Das ist natürlich da oben in diesem sehr nördlichen Gefilden nicht unbedingt mehr so der Fall. Ich war in Dawson City gewesen. Na gut, okay, Dawson City hat aber auf jeden Fall auch 5 Hotels, wie ich dann gemerkt habe. Allerdings habe ich feststellen müssen, kein einziges Hotel hatte auch nur mehr einen einzigen freien Raum für mich gehabt. Ja, was würdest du jetzt machen, ne? Habe ich mir gedacht, gut, dann musst du halt im Auto schlafen. Das habe ich auch schon mal in Australien gemacht, da war das nicht unbedingt ein Problem. Vielleicht ein bisschen unbequem, weil es war ja nicht so super kalt. Aber da oben war es verdammt kalt gewesen. Ich war natürlich jetzt auch nicht darauf eingerichtet, im Auto zu schlafen. Ich hatte keine Decke dabei und nichts. Und vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal in Dawson City und ich habe mir gedacht, na gut, wenn du jetzt schon hier im Auto schlafen musst und du möchtest hier auch noch in der Nähe bleiben, weil ich am nächsten Morgen die Stadt noch filmen wollte oder das Ministädtchen. Und dann bin ich mit dem Auto auf den, ich glaube, er heißt Midnight Dome raufgefahren. Das geht dann einmal so hinten rum und dann hat man so ein bisschen Ausblick über Dawson City. Und da habe ich mir gedacht, na, da oben, da bist du wenigstens halbwegs alleine oder sowas, dann stellst du dich dann halt dahin. Meine dünne Sommerjacke, die habe ich mir dann so notdürftig über die Beine gelegt, denn es war ja mächtig kalt. Und im Auto schlafe ich ja sowieso eigentlich nicht so besonders toll, also wie die Nacht war, dürft ihr gar nicht fragen. Und ja, ich bin dann irgendwie so im Halbstunden-Stunden-Rhythmus aufgewacht, weil es war einfach dann wirklich zu kalt im Auto gewesen. Ja, ich habe dann irgendwie den Motor wieder 20, 30 Minuten laufen lassen und dann die Heizung auf volle Pulle durchwärmen lassen und dann irgendwann wieder ausgemacht oder sowas, dann wieder eine Stunde geschlafen. Also war auf jeden Fall keine schöne Nacht gewesen. Von Nordamerika springen wir wieder zurück nach Südamerika und zwar nach Chile. Und in Chile habe ich gelernt, wie man auf einer Wellblechpiste oder wie man auf einer Schotterpiste nicht Auto fährt oder idealerweise nicht Auto fahren sollte. Es gibt ja eigentlich zwei Theorien, wenn man über eine Wellblechpiste fährt. Die eine ist möglichst langsam, um den Reifen zu schonen und die andere Theorie ist möglichst schnell, damit das Rad praktisch nicht in jede Kuhle immer wieder einfällt. Ja, ich wollte ja auf jeden Fall die Geysirfelder von El Tazio besuchen und dazu hatte ich dann mir einen Tourguide irgendwie organisiert und der hat uns dann morgens um 4.30 Uhr oder irgendwas abgeholt und der Fahrer war allerdings nicht so doll, der ist nämlich gefahren wie eine gesenkte Sau, um es mal so zu sagen. Wir waren schon irgendwie so auf 2.000-3.000 Meter Höhe, keine Ahnung, also ziemlich dünne Luft, draußen ist es kalt, draußen ist es dunkel, wahrscheinlich irgendwas auch um die 0 Grad oder sowas, ja. Und wir waren in so einem kleinen Bus gewesen, neben mir noch zwei Pärchen drin oder so und der Typ hat richtig mit 60, 70 km/h ist der da über die Wellblechpiste drüber gefahren. Und dann ist passiert, was kommen musste, hinten links ist der Reifen geplatzt. Dann ging es also erstmal nicht mehr weiter. Nun ist es so, dass man auf diesen extrem einsamen Pisten da oben in den Höhenmetern, auf dem Weg zu diesen Geysirfeldern zum Glück nicht alleine ist. Da kommen also ab und zu immer mal weitere Tourguides langgefahren, weil mehrere Leute natürlich dort oben das Ganze besichtigen möchten. Ich habe mir dann nur so die Frage gestellt, ja und wie jetzt weiter? Natürlich kein Handynetz oder sowas und ich glaube Funk hatte der Typ irgendwie auch nicht im Auto, also das war auch glaube ich nicht so der beste Tourguide gewesen, den man so hätte erwischen können. Und ja, wie ging es dann also jetzt weiter? Und der hat dann irgendwie geguckt irgendwie und hat erstmal noch einen anderen Tourguide irgendwie oder einen anderen Bus irgendwie angehalten und dann stellte sich irgendwie so heraus, was ich so zwischenzeitlich auf Spanisch mitbekommen hatte, ne, ist ja auch ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, dass der gerade angehaltene Bus noch genau einen Platz frei hatte. Dann hat er irgendwie rumgefragt, Stefan, war es solo? Fährst du alleine? Bist du alleine? Ich sage, jo, ich bin alleine, weil ansonsten waren nur Pärchen bei mir im Bus gewesen und dann durfte ich dann auf einen wirklich etwas besseren Reisebus umsteigen, wo der Fahrer auch wirklich super toll war. Der ist also wirklich auch super da hoch den Berg gefahren und ja, dann hat es also auch alles geklappt. Wir bleiben in Südamerika und machen auch nur einen kurzen Sprung auf der Landkarte, nämlich von Chile nach Peru. In Peru, ich muss sagen, die Reise ist eigentlich auch sehr gut durchgelaufen. Das Einzige, was mir da noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, sind korrupte Polizisten. Und wenn ihr in Peru unterwegs seid, bitte achtet darauf, dass ihr ausschließlich und immer mit Abblendlicht fahrt. Das habe ich eigentlich auch immer gemacht, aber einmal habe ich es vergessen. Ich war gerade irgendwie tanken irgendwie und ja, dann fährt man wieder auf die Piste drauf und war irgendwie ein Gedanke gewesen und das Abblendlicht war aus. Ausgerechnet auf dieser vierspurig ausgebauten Straße südlich von Lima, also von Lima bis runter nach Pisco, fahren mehrere Polizisten entlang und kontrollieren da so ein bisschen und fahren da ein bisschen Streife. Ja, und dann hat da so ein Jungspund mich angehalten und mir erstmal mit auf Spanisch mit einem Translator, Internet-Translator auf Deutsch irgendwie klargemacht, dass ich ja jetzt gegen geltendes Recht verstoßen hätte und das würde jetzt ganz, ganz viel Geld kosten und ich sollte jetzt nochmal irgendwie auf die Wache mitkommen.
Und ich habe mir gedacht, du machst jetzt hier eins auf jeden Fall nicht. Du fährst mit jetzt idealerweise nicht irgendwo auf irgendeine Wache oder sonst irgendwas, weil das gibt hier wirklich gleich Katastrophe, ja. Ich sag mal, zum Glück ist in Peru neben dem Nuevo Sol, der Landeswährung, auch der US-Dollar anerkanntes Zahlungsmittel. Und ich hatte natürlich auch noch ein paar US-Dollar dabei. Und das heißt, ich habe dem dann irgendwie letztendlich so 20, 30 Dollar gegeben oder sowas und dann hat er mich ziehen lassen. In dem Zusammenhang in Lateinamerika empfehle ich auch, ganz wichtig, packt nicht eure gesamte Geldsumme hinten in das Standardportemonnaie rein, sondern möglicherweise habt ihr noch ein zweites Portemonnaie, was ihr so als Innengürteltasche habt, wo ihr dann den Restbetrag möglicherweise an Bargeld immer verstaut. Die letzte Story, die ich mit euch hier in diesem Video teilen möchte, und jetzt springen wir von Südamerika nach Südafrika, und ich meine jetzt auch das Land Südafrika, also einmal über den Atlantik sozusagen. Ja, und da erinnere ich mich noch insbesondere an den Tag, wo ich die Soweto-Tour in der Nähe von Johannesburg gemacht habe. Ich will nicht unbedingt sagen, dass da was schief gelaufen ist, aber planungstechnisch hätte das irgendwie besser laufen können. Die Soweto-Tour hat nämlich viel zu lang gedauert oder auch wesentlich länger, als ich eigentlich abgeschätzt hatte. Ich hatte mir gedacht, naja, wir fahren schnell nach Soweto rein, dauert halt vielleicht 2-3 Stunden und dann ist gut so. Morgens um 9 Uhr wirst du abgeholt, ja, Pustekuchen. Es ist viel, viel später geworden. Ich weiß nicht, irgendwie es war schon beginnender Nachmittag oder so. Und ich wollte ausgerechnet an dem Tag, oder ich musste laut meinem Reiseplan noch ungefähr so 300-400 Kilometer fahren. Ja, wir sind dann erst im Endeffekt wieder so 15, 16 Uhr am Hotel angekommen und von Johannesburg raus die Schnellstraßen, die vierspurige nach Osten, Richtung im Prinzip Mosambik, lässt sich erstmal so 100, 200 Kilometer oder was das waren, noch sehr gut fahren, das war kein Problem. Allerdings musste ich irgendwann dann nach links abbiegen auf schmalere Straßen. Und da konnte ich dann natürlich nicht mehr so schnell fahren, weil dort waren sehr, sehr tiefe Schlaglöcher und es war zwischenzeitlich auch schon dunkel geworden. Und da konnte man an manchen Ecken einfach nur noch mit 50 km/h oder so fahren. Ja? Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das wird jetzt bestimmt aber richtig spät, bis du in deinem Hotel ankommst. Wo ich mich aber persönlich noch so ein bisschen ärgere und was ich eigentlich auch noch echt hätte reinnehmen sollen in meinen Film war, dass ich teilweise so durch brennende Felder durchgefahren war. Die haben da irgendwie mitten in der Nacht riesengroße Areale von Feldern abgefackelt. Das war ein Höllenszenario gewesen. Wäre auch filmisch total toll gekommen. Aber das ist dann letztendlich nicht in meinem Film drin gewesen, weil ich an dem Abend auch irgendwie überhaupt keinen Bock mehr hatte. Jetzt noch irgendwie. Ich wollte einfach nur noch ins Hotel oder so, weil der ganze Tag ja auch ursprünglich ganz anders geplant war. Das waren zusammenfassend ein paar Punkte, die auf meinen Reisen, ich sag mal, nicht ganz so gelaufen sind, wie sie mal ursprünglich geplant gewesen sind. Und ihr seht selber, manche Sachen ist vielleicht ein bisschen Eigenverschulden dabei, völlig klar, das ist halt einfach so. Und wie ich auch immer sage, eine Reise ist ein komplexes Unterfangen irgendwie. Aber ich habe ja auch schon zu Anfang gesagt, im Prinzip ist eigentlich alles ziemlich sauber immer durchgelaufen. Ja, vielleicht ist da auch so ein oder der andere Tipp dabei für euch, dass ihr diese Fehler natürlich nicht macht. Und damals war ich natürlich auch ein bisschen jünger gewesen, das gebe ich an der Stelle auch immer noch mal zu bedenken. Ich reise ja nicht erst seit gestern, sondern mittlerweile seit vielen Jahren. Und wenn man ein bisschen jünger ist, dann geht man an manche Sachen auch einfach ein bisschen naiver dran. Das muss man an der Stelle auch einfach mal neidlos anerkennen. Na gut, okay, damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Jetzt habe ich auch echt genug gelabert. Das liegt jetzt an euch, dem Film, einen Daumen nach oben. Vielleicht in diesem Fall auch echt mal nach unten. Also, ne, wenn ihr das Video toll findet, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Das wäre echt jetzt eure Chance. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal natürlich bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder einen Film, und ich hoffe, es ist dann kein zweiter Reisefail-Film, auf meinen Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.